Freunde, wir sind gerade auf Elba in Italien, in der Toskana und haben mal einen Tag frei hier. Eigentlich zwei. Eigentlich anderthalb. Anderthalb. Die Werft arbeitet ja sonntags nicht und deswegen haben wir einen Tag frei und fangen morgen mit einem Gutachten an. Das heißt, wir machen heute so ein bisschen die Insel unsicher, ist ja eine sehr, sehr schöne Insel. Wir gehen heute nochmal wandern und gucken uns nochmal ein bisschen die Highlights an hier. Genau. Und zweite Mission ist auch Espresso zu finden für die Bialetti. Aber nebenher, wir haben heute ein sehr, sehr interessantes Thema, ein spezielles Thema, was wir schon lange auf dem Schirm haben, worüber wir auch häufig sprechen, nur noch nicht mit euch bisher. Genau, heute geht es mal nicht um die Bootstechnik, sondern um die Psychotechnik. Etwas Persönliches ja, von uns. Genau. Psychotechnik? Naja. Ist das ein Wort? Nee. Ist kein Wort, aber ist doch egal. Wir, okay. Weißt du, wir erfinden doch immer Worte. Ja, genau. Das bläst draußen, ey. Mission 1 beendet. Wir sind ja viel unterwegs mit dem Auto und lange Strecken. Und da haben wir uns jetzt mal eine Bialetti geholt und den Kaffee dazu, weil die können wir nämlich auch zwischendurch mal machen. Da kriegen wir zwischendurch mal einen Kaffee, ohne dass wir irgendwo, ne? Ja. Also ihr werdet uns zukünftig häufiger Kaffee machen sehen. Die Kaffeeversorgung ist also erstmal sichergestellt, ne? Das Wichtigste zuerst. Mission Nummer 2 ist, wir wollen ein bisschen was von Elba sehen und auf den höchsten Punkt der Insel wandern. Bei dieser Aussicht lässt sich wunderbar über unser Thema sprechen, nämlich was es eigentlich wirklich heißt, eine Langfahrt, also eine größere Segelreise, in Angriff zu nehmen und vorzubereiten. Ja, so ein häufiges Thema bei man plant eine Langfahrt ist ja, wie reagiert die Umgebung darauf? Freunde, Familie, Verwandte, wie auch immer. Speziell, wenn Kinder, / Enkel involviert sind. Und während unserer Projekte sprechen wir natürlich viel mit unseren Kunden darüber. Denn eigentlich ist es ein großes Thema, auch die eigenen Zweifel irgendwie zu beseitigen. Mhm. Die Zweifel, die auch gesät werden, weil nicht alle das eben so positiv sehen. Manchmal stößt man da ganz schön auf Unverständnis, warum man jetzt eine Pause macht, den sicheren Job aufgibt, Pause des Studiums macht, wie es bei mir der Fall war. Wie ist es mit der Verantwortung, mit Kindern, ja. Einfach über den Ozean segeln etc. Selbst bei uns im Hafen in Lubmin haben die Leute es nicht glauben können und wollen teilweise, dass wir wirklich eines Tages irgendwann mit unserer Seven Seas lossegeln. Die Zweifel, die da von außen möglicherweise kommen, wenn man das kommuniziert, was man da vorhat, die sollte man jetzt nicht unbedingt abblocken, sondern vielleicht auch mal drüber nachdenken. Solche Zweifel quasi oder solche Einsprüche zum Anlass zu nehmen, darüber nachzudenken, welche Fähigkeiten brauche ich eigentlich noch, was muss ich noch tun, ja, damit die ganze Sache sicher wird. Man darf natürlich nicht verantwortungslos sein, das, ja, ist eine andere Nummer. Eine gewisse Risikobereitschaft muss natürlich dabei sein, aber ich muss sowas auch können. Also die Voraussetzungen, die technischen Voraussetzungen müssen gegeben sein und natürlich auch die Fähigkeiten, das machen zu können, also segeln zu können, beziehungsweise zu lernen, kann man ja auch lernen. Handwerkliche Tätigkeiten. Ein gutes Beispiel ist, ich persönlich würde niemals auf Langfahrt gehen, wenn ich zwei linke Hände hätte. Ja? Nee, das ist so. Ja. Okay. Also entweder muss man dann jemanden, ja, ja, an Bord haben, der sich auskennt, oder ich kann sowas nicht machen. Und wenn man das getan hat, dann kann es auch schon losgehen. Wenn man dann anfängt, jede Nacht davon zu träumen, dann ist der Zeitpunkt gekommen. Spätestens dann muss man einfach los. Wir wissen von ganz, ganz vielen E-Mails und auch Gesprächen, dass für viele von euch eine Blauwasserfahrt, so wie wir sie gemacht haben zum Beispiel, ein lang gehegter und gepflegter Traum ist. Ja? Und wenn man dann diesen Traum irgendwann mal umsetzen möchte und in die Vorbereitung geht, dann erfährt man höchstwahrscheinlich neben ganz, ganz viel Zuspruch auch ein bisschen Gegenwind. Das ist völlig normal. Wahrscheinlich so wie hier, so wie wir hier gerade bei dem Versuch, oben auf den Gipfel zu kommen von Elba, wobei das wahrscheinlich nichts werden wird. Es wird beim Versuch bleiben. Ja. Das ist zu windig heute. Ja, wahrscheinlich. Also bei mir war es so, dass
dass der Gegenwind mir eher geholfen hat. Kommt so ein bisschen auf den Typ drauf an. Ich habe mir dann gesagt, okay, jetzt erst recht. Und es ist natürlich wichtig, dass man so ein paar Sachen da rauszieht und nochmal nachdenkt. Aber man sollte die Sache dann auf alle Fälle durchziehen. Und wichtig dabei ist, erzählt es jedem. Also wenn man den Schluss gefasst hat, jedem erzählen, dann kommt man dann nämlich nicht mehr raus. Ja? Dann muss man es durchziehen. Guter Punkt, ja. Und zweitens, umgib dich mit den Leuten, die dich weiterbringen diesbezüglich. Ja? Also die dir weiterhelfen können, die da positiv drauf reagieren, dann ziehst du das auch wirklich durch. Und yep, der Wind macht uns hier einen kleinen Strich durch die Rechnung. Also die Kletterpassagen, die sparen wir uns einfach fürs nächste Mal auf. Es gab auch sonst weit und breit keine anderen Wanderer, wahrscheinlich nicht ohne Grund. Also auf zurück zum Bootsprofi-Mobil. Ist übrigens kein Scherz. Hendrik hat es wirklich so genannt. Genau, der ist auch das Bootsprofi-Mobil, stimmt auch, oder? Genauso schnell, wir sind genauso abenteuerlich unterwegs. Wir kämpfen genauso gegen Böse. Wie was? Ja. Wie was? Wie ist Batmobil? Batman. Ah ja. Okay, also an alle Eigner da draußen, die ihre Boote nicht richtig pflegen, fürchtet euch. Es hat an dem Tag wirklich gekachelt. Also selbst die Küstenstraße im Westen, die war teilweise gesperrt. Trotzdem, wer schon mal auf Elba war, der weiß das. Es ist eine sehr schöne, ruhige, kleine Insel. Und wir kommen ja europaweit ziemlich viel rum. Ja? Und andere Länder zu sehen, wo man eigentlich Urlaub macht, das wird für uns schon so ein bisschen, naja, Business as usual. Ne? Aber Elba war ein echtes Highlight und da hat sich die Pause vom nächsten Gutachten echt gelohnt. Also, wir haben da noch ein Thema. Ne? Wenn man beginnt, so eine Reise vorzubereiten, dann findet man ganz, ganz schnell tausende Gründe dagegen. Es ist aber immer noch kein Grund, sie deswegen nicht zu machen. Ich glaube, wenn man sich dazu entschlossen hat, das zu machen und viele positive Gedanken dazu entwickelt, dann läuft die Sache eigentlich von alleine und der Weg wird geebnet. Nennt sich auch Gesetz der Anziehung. Oder wie auch immer. Davon kann man jetzt halten, was man möchte, ne? Aber wir haben vor der Reise und vor allem während der Reise gemerkt, dass das tatsächlich ein Ding ist. Wir haben es ja so gemacht, dass wir erstmal zu zweit gestartet sind und zu zweit bis nach England gefahren sind, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen die Mängel aus dem Boot raus haben und wir wollen gucken, dass alles passt, dass technisch alles in Ordnung ist und erst dann die Familie dazu holen. Und es war auch genau die richtige Entscheidung gewesen. Und du warst dir dann auch wirklich hundertprozentig sicher, dass mit dem Boot alles passt zumindest, ne? Von technischer Seite. Ansonsten hättest du uns Kinder wahrscheinlich auch nicht mitgenommen. Ne? Euch Kinder, genau. Nee, hätte ich nicht. Ne, das ist hiermit mal die Auflösung, inwiefern wir beide eigentlich zusammenhängen. Genau. Die Frage kam ja auch schon häufiger. Ja. So, Kaffee ist alle, Sonne ist untergegangen. Damit beenden wir unser Video. Wir machen diesmal ganz was anderes zum Ende. Wir lassen Gerede um Glocke und Daumen jetzt einfach mal weg. Stattdessen wollen wir euch heute gerne mal die Frage stellen, inwiefern ihr schon Erfahrungen gemacht habt mit dem Gegenwind, der einen so erwartet bei der Vorbereitung so einer Reise. Also nicht auf dem Wasser, ne? Nicht auf dem Wasser, sondern die Zweifel, die dann aufkommen von innen, von außen und so weiter. Ja. Und zwar könnt ihr uns das schreiben auf verschiedenen Wegen. Ist immer sehr interessant für uns. Und dann sagen wir jetzt an dieser Stelle, schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge Bootsprofis. Ciao. Ciao, ciao.